Wie viel Kapital braucht man, um eine GmbH zu gründen? Wie viel Kapital braucht man, um eine GmbH zu gründen? Und die Antwort lautet mindestens 25.000 Euro, wobei man hier nicht 25.000 Euro in Bar oder Buchgeld braucht, sondern man kann auch eine Sacheinlage tätigen. Das ist dann etwas komplizierter, weil hier ein Bewertungsproblem auftritt. Ja, wenn man also sein Auto in die GmbH überführen will, dann muss natürlich eine Bewertung erfolgen, ob das Auto die 25.000 Euro an Wert hat. Deswegen ist es einfacher, wenn man das Geld als Buchgeld hat auf dem Konto, dann hat man kein Bewertungsproblem. Ja, diese 25.000 Euro nennt man dann Stammkapital, sodass man also auch sagen kann, um diese Frage zu beantworten, wie viel Kapital braucht man, um eine GmbH zu gründen? Das Stammkapital muss sein mindestens 25.000 Euro. Jetzt gibt es hiervon eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist die UG, die Unternehmergesellschaft, die darf sich aber nicht GmbH nennen. Man nennt sie so, ja, im etwas saloppen Sprachgebrauch, aber offiziell darf sie die Bezeichnung GmbH nicht führen. So ist die Unternehmergesellschaft und die muss immer den Zusatz haben, haftungsbeschränkt. Und dann kann man tatsächlich ab 1 Euro eine sogenannte 1-Euro-GmbH, ja, ich setze das in Gänsefüßchen, gründen. Denn diese GmbH muss ich nennen UG Unternehmergesellschaft mit dem zwingenden Zusatz haftungsbeschränkt. Darf man auch nicht abkürzen oder verändern. Ja, haftungsbeschränkt muss da stehen und dann geht es schon ab 1 Euro sozusagen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.